Willkommen hier wieder zurück zu Metroid Prime Remastered. Puh, ich wurde gerade angegriffen. Eigentlich nichts Schlimmes, aber irgendwie doch. So, wir haben jetzt den Charge Beam. Damit wir jetzt wieder neue Wege frei bekommen, hoffe ich. Gehen wir erstmal hier zurück. Und schauen, ob wir jetzt hier lang kommen. Yep, jetzt kommen wir hier lang. Wir da jetzt auch lang. Jo, kommen wir auch lang. Wunderbar. Kommen wir jetzt hier lang? Ah, da hoch. Nicht schon wieder, ne? Hier Symbole. Jetzt ernsthaft. Ach nö. Eins. Richtig? Ah. Dann suchen wir mal die nächsten Symbole. Goliath-Wespennest. Einsatz von Schwerwaffen nutzen müssen in Umgebung. Ah, ich glaube, ich kann sie dann doch zerstören. Okay. Dann gehen mir die Wespen jedenfalls erstmal nicht mehr auf die Nerven. Erstmal weg hier. Das sind Symbole im Boden. Okay. Erst muss ich die anderen Symbole. Na komm raus, ich wollte gerade sagen. So. Wo könnte das sein? Nope. 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 Da hinten ist irgendwas. Da auch. So. Viertes Symbol. Okay. Wo sind die anderen Symbole? Irgendwo muss jetzt hier noch ein Symbol sein. Irgendwo. Okay. Lass mal das Nest kaputt machen. Auf das habe ich keine Lust mehr. Nein. Na, warum? Einfach zu schnell bin, wetten. Einfach da durchrushen, will da einfach nur durch und denk mir dann, ja komm, hast du geschafft den Sprung. Nee, hast du nicht geschafft, die Kugel. So. Da ist es.
Okay. Die Tür hat sich geöffnet. Das ist schon mal gut. Ah, okay. Entweder uns ja mit den Chartspielen durch oder keine Ahnung. Das ist immer so knapp, ey. Aber egal. Geschafft ist geschafft. Ernsthaft mit dem Chartspiel? Ach, egal. Ich da. So. Ist die Dinger zerstimmig? Okay. Oh. Kann ich da irgendwas machen? Ah, halt, warte, wir scannen erstmal. Flagra. Diese mutierte Pflanze ist der Ursprung der Vergiftung des Wassers in den Ruinen. Flagras Wachstum wurde radikal beschleunigt, daher benötigt es nahezu konstante Sonnenbestrahlung, um aktiv bleiben zu können. Durch diese Bestrahlung wurde Flagras äußere Schale massiv und sehr widerstandsfähig. Dein Wurzelwerk ist jedoch ungeschützt und empfindlich. Nutze diese Schwäche, falls möglich. Gezielter Beschuss kann es für eine kurze Zeit außer Gefecht setzen. Da komme ich nicht ran. Ne, da kann ich nichts machen. Okay, ne, da kann ich nichts machen. Da kann ich auch nichts machen. Verdammt, muss mal gucken. Warte mal. Oh, 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 ja. Das war's? So einfach? Ah, schön. Lass mich raten, jetzt ist er stärker geworden. Und rein da. Okay, jetzt müssen wir das Ganze anscheinend wieder mit 3 machen oder mit 4. Eins, zwei, drei. Thank you.
Okay, haben wir's? Haben wir's? Okay. Yes. Nummer 3. Jetzt muss ich 4 Stück treffen. Und jetzt ist er richtig wütend. Na komm. Komme ich damit schneller? Ja, toll, damit wäre ich super schneller gewesen. Na super. Komm, letzter. Und rein da. Jetzt haben wir ihn, oder? Oh, sauberes, klares Wasser. Schön. Sprung. Was ist es? Doppelsprung? Warrior Suit. Okay. Hochtemperatur. Achso. Okay. Na gut, ist in Ordnung. Das jetzt darf ich in den Feuerbereich rein. Oh oh. What the? Bin ich sehe nix. Ah, ist in Ordnung. Ich will auch schon was sehen. Quatsch. Lass mal. Kann ich die mit einem Chargebeam zerstören? Oh. Tatsache, die kann ich mit einem Chargebeam zerstören. Oh, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Jetzt habe ich es auch geachtet. Dann einfach mal so durch. Au! Ja, war klar. Mal kurz platt machen. Habt ihr das gesehen? Da brauchen wir auch schon wieder diese blöden Dinger da. Symbole. Auch immer, die sind schon wieder. Zerstörtes Nest.
Diese Wandverzierung aus Kordit weist kleine Risse auf. Ja gut, aber mir auch nicht. Bin ich hier schon wieder? Komme ich da jetzt lang? Wenn ja, wie am besten? Ich würde sagen, hier geradeaus. Oh, warte mal. Kann ich vielleicht jetzt hier mit? Okay, nice. Den habe ich auch. Okay, der wird jetzt schwer. Ah, Mist. Gibt's nicht. Nee, so schaffe ich das nicht. Schade. Aber ich glaube, ich bin da auf dem richtigen Weg. Ich bin da etwas ganz Heißem auf der Spur. Was ganz, ganz Heißem. Halt, ich wollte da hoch. Mann. Gott. Wollte hier hoch. Wartet kurz. Vielleicht kann ich von hier aus das Nest zerstören. Jawohl. Und das andere auch. Schön. Damit haben wir das schon mal ausgeschaltet. Wir spawnen keine nervigen Wespen. So, jetzt gucken wir hier nochmal. Ist irgendwo ein Weg? Nee. Von anders ran. Ist die Karte manchmal ein bisschen befeuert? Ja. Oder ich. So. Da lang. Ja doch, das ist der richtige Weg. Lang will. Ich hätte gerne noch mal ein paar, Raketen habe ich voll, okay. Stimmt, ich kann jetzt hier auch unter Wasser, ne? Okay, das geht noch nicht. Schade. Aber hier sollte ich jetzt lang können. Weil ich jetzt extreme Hitze standhalten kann. Haha. Ja, aber der Hitze kann ich nur nicht standhalten. Ach, schade. Meine Hoffnung wurde gerade zerstört, liebe Leute. Meine Hoffnung wurde zerstört.
jetzt den ganzen Weg wieder zurückgehen. Irgendwas unter Wasser? Nee, hier ist nichts unter Wasser. Da ist nur so ein Band. Wenn ich aber nicht rankomme, das wird wahrscheinlich ja das da sein. Kommt schön her. Kommt das nicht näher? Schon sagen, komm her. Ach, als Mothball machen die einem nichts, okay. Dann hüpfen wir jetzt einfach hier mal raus und gehen jetzt einfach mal hier lang. Schön. Dann gehen wir jetzt hier wieder zurück. Weil da hatten wir jetzt auch noch sehr viele Wege, bevor ich jetzt wieder den einen Weg da gehe, gehe ich jetzt lieber diesen Weg und ja. Schaue eher mal auf der Oberwelt, was es hier zu entdecken gibt. Du hast nichts zu sagen, okay. Auch nichts zu sagen. Die Oberwelt sieht richtig mega geil aus, oder? Hier sind noch so viele Wege, die ich noch nicht erkundet habe und ich habe hier noch keine Karte. Insofern muss ja hier ein Weg sein. Und außerdem weiß ich, dass es da Raketen gibt. Punkt. Deswegen, ich muss mir die erstmal holen, die Raketen. Hier rein zum Beispiel. Ist ja ein Container. Das war jetzt eigentlich noch nicht so geplant, aber ist in Ordnung. Oh, den Weg hatte ich noch gar nicht entdeckt. Dann würde ich sagen, liebe Leute, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ich bedanke mich ganz herzlich, sage bis zum nächsten Mal und ich bin euer Tro, haut rein. Tschüss.